Hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus New York City. Jetzt fragt ihr euch, hä, wir sehen ja nur ein Apartment. Ja, das ist das Apartment, in dem ich wohne. Kann ich euch auch mal kurz zeigen? Apartment ist jetzt ein bisschen übertrieben, ist ein Zimmer, aber für meine Verhältnisse reicht's und muss man ja auch zeigen. So, heute geht's nach Manhattan. Wir fahren mit der M-Train und lassen ein bisschen die Stadt auf uns wirken. Und für diejenigen unter euch, die noch nie in New York waren oder das noch nie gesehen haben, ein paar schöne Bilder und die gibt's ab jetzt. Hallo und herzlich willkommen mitten aus Manhattan. Hier ist die 34. Straße, Kreuzung 6th Avenue. Und wie man unschwer erkennen kann, ist ein bisschen diesig heute. Da ist das Empire State Building. Da gehen wir heute nicht rauf. Da gehen wir wahrscheinlich in diesem Videolog gar nicht drauf. Da empfehle ich euch das Videolog von 2015. Da gibt es wunderbare Aufnahmen vom Empire State Building. Wir gehen heute hinter mir rein, da. Das ist Macy's. Macy's ist erklärtermaßen the world largest store, aber naja, sie sind auf jeden Fall groß, aber hier ist immer alles der Welt, also von daher. Das Schöne ist, im Herald Square, das ist tatsächlich alles Fußgängerzone. Guckt, hier sitzen die Leute und trinken ihren Kaffee oder unterhalten sich oder machen wie ich blödsinnige Filmaufnahmen. Also alles machbar. Wir gucken uns gleich bei Macy's um und dann habe ich mir noch was ganz Geiles für heute überlegt. Wir machen ja nur ein kleines Videolog heute und ihr wisst, wenn ich das sage, wird es ja mindestens eine halbe Stunde. Nee, aber ich will unter 15 Minuten bleiben. Das verspreche ich euch, aber es werden hoffentlich noch geile Bilder kommen. Also bis gleich in Macy's. Wenn man vielleicht nicht plant, bei Macy's irgendwas zu kaufen, auf jeden Fall muss man einmal mit den hölzernen Rolltreppen gefahren sein. Die sind sensationell, die machen auch so ein tolles Geräusch und bringen einen zumindest bis in den siebten Stock. Danach geht es dann nur noch fahrstuhlmäßig weiter. Wir wollen in den neunten. Warum wohl? Werdet ihr gleich sehen. Thank you.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich eigentlich nur deswegen nach New York geflogen. Wegen der Weihnachtsabteilung bei Macy's, die jetzt natürlich Anfang November explodiert. Und es gibt schon die ersten Rabatte, 40% auf ausgewählte Weihnachtsartikel. Aber es ist irre hier. Aber schön. Es gibt auch wieder die singenden Weihnachtsbäume, da gehe ich jetzt mal hin. Denn so ein, ich habe ja schon einen, aber wer weiß, ob ich nicht noch einen kaufe. Oder ob es noch was Schickes anderes gibt. Jedenfalls, oder zum Beispiel den Saxophon spielenden Bären. Geht nicht. Vielleicht kann der. Geht auch nicht. Die Bären spielen nicht für mich. Vielleicht wissen sie auch, warum. Oh, Weihnachtsmänner. Geht auch nicht. Mist. Die diesjährige Version des singenden Weihnachtsbaumes macht mir ein bisschen Angst. Ich habe viele, viele Fragen. Und auch er singt nicht. Aber ich weiß, die haben einen Schalter. So, Moment. Da. Jetzt. Jetzt bringen wir auch die anderen zum Singen. Moment. Macy's ist so selbstverliebt, die haben einen eigenen Souvenirstore. Also man kann nicht nur bei Macy's einkaufen, sondern man kann auch Macy's Souvenirs kaufen. Die haben noch nicht mal alle Latten am Zaun. Naja, gut. So, das war der Weihnachts-Overkill. Jetzt geht es ab in die 34. Straße, in die Pennsylvania Station. Da ist mal richtig Action. Das werdet ihr gleich sehen. So, dies ist ein besonderer Ort hier, könnte man meinen, eigentlich ist es ein ganz normaler Ort, einfach nur eine Straßenkreuzung in New York City. Die 34. Straße kreuzt die 7th Avenue. Das ist allerdings für mich ein besonderer Ort, weil das war damals mein erster Kontakt mit New York. Wir haben im Pennsylvania Hotel geschlafen, das war 2002 und das war der erste Blick von New York, war ungefähr auch bei solchem Wetter wie heute. Genau das, was ihr hier seht, also im Hintergrund Macy's und die Hochhäuser. Und wir gucken uns jetzt gleich, genau gegenüber vom Pennsylvania Hotel ist die Pennsylvania Station und der Madison Square Garden. Und da gehen wir jetzt hin und gucken uns den heißen Scheiß da mal an. Ja, und aus Nostalgie natürlich auch das Pennsylvania Hotel. Pennsylvania Station ist tatsächlich quasi der Hauptbahnhof in New York City. Klugscheißerwissen meinerseits. Viele glauben ja, das Grand Central Terminal ist der Hauptbahnhof, ist aber nicht so. Pennsylvania Station hat wirklich alle Verbindungen. Den Amtrak in die weiter entfernten Städte oder die Long Island Railroad und natürlich auch jede Menge U-Bahn fahren hier ab. Also von daher, wenn man irgendwo hinfahren will, wie zum Beispiel ich nach Washington noch in den nächsten Wochen irgendwann, dann kauft man die Tickets hier und fährt auch von hier aus los. Ja, und das machen wir gleich mal. Ich schaue mal, ob ich ein Amtrak-Ticket finde. Ansonsten fahren wir gleich tatsächlich mit der Linie 1 zu einer ganz besonderen Haltestelle. Aber dazu dann später mehr. Jetzt erstmal schauen wir nach einem Amtrak-Ticket. So, jetzt sind wir in der U-Bahn-Linie 1 Richtung Downtown und wir steigen an einer historischen Haltestelle aus, nämlich Cortland World Trade Center. Diese Station hat es 17 Jahre lang nicht gegeben, beziehungsweise 17 Jahre lang wurde sie nicht angefahren von der New Yorker U-Bahn. Nach den Anschlägen des 11. September war sie zerstört worden und wurde in der Zeit jetzt wieder aufgebaut. Erst in diesem Jahr, vor wenigen Wochen, hat sie neu eröffnet und wir werden da gleich aussteigen, uns die Station angucken und natürlich auch, wenn es geht, das World Trade Center Memorial.
So, wir sind an der World Trade Center Station. Eigentlich heißt sie Cortland und war, wie gesagt, 17 Jahre gesperrt. Und diese ganze Wand hier, man sieht das jetzt auch eben in der Detailaufnahme, besteht aus kleinen Mosaiksteinchen und da stehen steht sowas wie drauf, die ganze Welt soll vereinigt sein, Frieden für alle und so weiter und so weiter. Und das in vielen, vielen Sprachen. Und weil das natürlich auch viele, viele Leute getroffen hat damals, die Anschläge vom 11. September. Demzufolge ist es hier auch eigentlich kaum, hier ist kaum was los, weil hier natürlich auch wirklich nur Leute hinkommen, die das World Trade Center besuchen wollen. Und deswegen ist das hier im Vergleich zu anderen New Yorker U-Bahn-Stationen relativ leise. Allein wenn ich jetzt schon rede so hier, kann man das praktisch durch die ganze Station hören. Gut, wir gehen jetzt zum World Trade Center. Und insbesondere natürlich zu dem Museum, dem World Trade Center Museum. Das wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Also ich muss sagen, das Gebäude beeindruckt mich gerade mega. Es sieht ein bisschen aus wie das Gerippe eines Walfischs oder so. Man befindet sich jetzt sozusagen in dessen Bauch. Keine Ahnung. Aber ich finde, und das muss man wirklich sagen, dieser Platz oder diese Halle, ich drehe mich einfach mal einmal im Kreis, ist eine würdige Ehrung der Opfer des 11. September und vor allen Dingen typisch amerikanisch natürlich Shopping Mall geworden. Aber es ist hier... Ich würde nicht sagen kathedralenartig, das wäre ein bisschen übertrieben, aber es ist schon ein bisschen so etwas ruhiger, auch wenn natürlich Musik läuft, das ist ja immer so. Dennoch würde ich sagen, haben sie das Richtige draus gemacht und nicht so eine schwergewichtige Gedenkstätte, sondern was Leichtes, was Luftiges. Man sieht es ja auch, Sonne kommt rein oder in diesem Fall, heute scheint sie ja nicht. Es ist ein wahnsinnig heller Raum, alles in Weiß gehalten. Ich finde, das ist tatsächlich eine wunderschöne Plattform. Man sieht das auch von dieser Aussichtsplattform sehr schön, wo ich jetzt stehe. Da kann man nochmal hier diesen Innenraum betrachten, wo man einerseits sitzen kann. Dann sind ringsrum Geschäfte, natürlich Luxusläden. Und Apple hat einen zweistöckigen Laden. Aber selbst Apple passt sich der ganzen Geschichte an und verzichtet auf sein Logo. Macht also einfach einen völlig zurückgenommenen Store. Finde ich gut, muss ich wirklich sagen. Finde ich gut, wie die Geschäfte das hier machen. Nicht alle machen das so und hier in der Mitte sind ja so Verkaufsinseln. Aber ich finde das gut. Ja, hier verweilen wir ein bisschen und dann versuchen wir noch in dieses Museum zu kommen. Das muss hier auch irgendwo in der Nähe sein. Ich habe mich nur jetzt nicht informiert, aber wir finden das schon. So, das ist hier quasi so ein historischer Ort. Hier ist das World Trade Center Memorial. Das sehen wir uns gleich noch an, diese beiden Bassins, die an den Stellen stehen, wo früher die Türme des alten World Trade Centers standen. Hier ist das ist das One World Trade Center, dieser hohe Turm da. Über 500 Meter hoch, das größte Gebäude in Nordamerika sowieso. Ich glaube sogar offiziell das größte Gebäude der nördlichen Erdhalbkugel. Aber ich bin nicht ganz sicher. Zumindest der westlichen Welt, denn der Burj Khalifa ist ja 828 Meter hoch und deutlich höher. Der steht in Dubai und ist auch noch auf der Nordhalbkugel. Also es ist aber zumindest das größte Gebäude der westlichen Welt. Und das höchste vor allem. Da war ich ja 2015 drauf. Guckt einfach in meinen Videolog. Vielleicht verlinke ich die Ausgabe auch hier unten. Deswegen, heute gehe ich da nicht drauf. Heute gucken wir uns andächtig das Memorial an. Und da hinten noch, dieses schräge Gebäude, kann man jetzt schlecht erkennen. Das ist das passende Museum dazu. Da gehen wir jetzt noch rein. Da gibt es wahrscheinlich ein Drehverbot. Aber wir probieren es natürlich trotzdem. Also andächtig betrachten wir jetzt die Folgen von verblendetem Terrorismus dem 11. September.
So mit diesen nachdenklichen Bildern aus dem World Trade Center Memorial Museum ist das Videolog für heute zu Ende. Ich lasse euch ein bisschen nachdenklich zurück, ein bisschen reflektierend über die Ereignisse von vor über 17 Jahren. Mich hat es sehr bewegt. Leider konnte man nicht alles fotografieren oder filmen und das ist auch gut so. Morgen gibt es nur ein sehr, sehr kurzes Videolog. Dieses Jahr doch wieder lang geworden, aber morgen habe ich mal gesagt, morgen ist Samstag, dann mache ich mir einen Tag frei. Und deswegen gibt es nur ein paar Bilder, aber nicht viel. Gut, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.